Ja, ich habe es schon angekündigt. Wir reden über Gaia-X. Das ist natürlich nach wie vor wahnsinnig relevantes Thema. Ist jetzt auch nicht neu, aber natürlich bewegt sich da wahnsinnig viel. Deswegen wollen wir einmal schauen, wo wir da stehen. Wir reden über Ab in die Cloud, Datenplattform und Datenaustausch in der Energiewirtschaft. Da steht Gaia-X relativ weit oben. Ich begrüße herzlich Professor Dr. Michael Laskowski, Leiter der Domäne Energy oder Energie bei Gaia-X und von E.ON, den Alexander Schießel, Geschäftsführer bei ILES, und Marc van Stiphout, Deputy Head of Unit, der Generaldirektor Energie der Europäischen Kommission. Herzlich willkommen Ihnen dreien. Dankeschön. Ja, danke schön. Lassen Sie uns damit anfangen. Wo stehen wir denn beim Thema Gaia-X? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Laskowski. Ja, Gaia-X gibt es ja jetzt schon ungefähr 2 Jahre. Ich hatte das gerade schon den Kollegen erzählt. Ich glaube, die Energie Domäne war eines so der ersten Domänen, die Gaia-X beigetreten sind. Wir sind also seit 2 Jahren ganz gut unterwegs. Wir haben in der Zeit relativ viele Use Cases entwickelt, haben auch die Technik quasi unterstützt, die auch Gaia-X, die für Gaia-X benötigt wird. Wir haben jetzt auch in den letzten, ja, 6, 7 Monaten haben wir jetzt auch sehr engen Kontakt mit dem französischen Gaia-X Hub aufgenommen, tauschen uns da also wirklich sehr regelmäßig aus, was jetzt auch Inhalte auch für die EU-Kommission anbelangt, einerseits, aber auch andererseits eben für neue Use Cases, die auch grenzüberschreitend sind, die auch vielleicht sogar europäisch skalierbar sind. Also ich glaube, wir sind da relativ weit. Wir scharren jetzt so ein bisschen mit den Hufen und warten jetzt auch darauf, dass auch Gaia-X jetzt mal in eine technische Lösung kommt, dass wir dann auch mal unsere Use Cases dort mal einbringen können. Und ich sage das so ein bisschen platt, auch mal dagegen treten können, gucken, passt das alles, was wir uns vorgestellt haben? Können wir diese Use Cases, die wir eben im Energiebereich entwickelt haben, können wir die auch in Gaia-X abbilden? Was fehlt noch? Und so weiter. Das ist so das, was noch ansteht. Aber ich glaube, wir sind da relativ gut unterwegs und tauschen uns auch regelmäßig mit anderen Domänen aus, haben auch schon festgestellt, es gibt zumindest zu einigen Domänen, vielleicht nicht zu allen, aber zu einigen anderen Domänen, wie zum Beispiel der Mobilität oder Smart Living und so weiter, gibt es eine Menge an Schnittmengen, wo wir auch gut zusammenarbeiten können, wo es Use Cases gibt, die eben Daten von dem einen oder von dem anderen gut gebrauchen können. Also da sind wir gut aufgestellt. Also das funktioniert eigentlich ganz prima. Also wie gesagt, wir scharren so ein bisschen mit den Hufen und warten darauf, dass wir jetzt auch ein bisschen Software kriegen, so eine Art Beta-Version, wo wir dann auch mal mit dem einen oder anderen Use Case mal loslegen können. Was genau das für Use Cases sind, darüber reden wir gleich. Herr von Stiphout, da scharrt jemand mit den Füßen. Das ist ja was ganz Positives. Das ist ja eigentlich genau das, was Sie hören wollen, oder? Ja, genau. Ja, also natürlich, also im europäischen Bereich ist schon Datenaustausch eine große Priorität für diese Kommission, auch für unseren Präsident von der Leyen, weil wir Europa fit machen wollen für die Digital Age sozusagen. Und gleichzeitig brauchen wir auch diesen Datenaustausch, diese größere Digitalisierung für unsere Klimaziele. Und wir glauben, dass Digitalisierung, Datenaustausch in Initiativen so wie Gaia-X eigentlich perfekt diese zwei Ziele zusammenbringen. Einerseits Datenaustausch, mehr Innovation im Energiebereich, und andererseits Datenaustausch, was die Energiewende helfen kann, weil es das System flexibler machen kann, weil es Innovation im Energietechnologien vorantreiben kann und so weiter. Und auch was Herr Laskowski gerade gesagt hat, wie unterschiedliche Sektoren zusammenbringen kann durch Datenaustausch, was auch sehr wichtig ist, Stichwort Elektromobilität. Ja, genau, darüber haben wir eben auch gesprochen. Also Energie und Elektromobilität hängen ja wahnsinnig nah beieinander. Herr Schießel, erstmal zu Ihnen. Welchen Stellenwert hat für Sie eine solche Datenplattform? Also die Vision ist für uns ganz wichtig. Wir selbst sind ja ein Dienstleister, der sich auf die, ja, Digitalisierung von Vertriebsprozessen in der Energiebranche spezialisiert hat und da insbesondere auf den Gewerbekundenbereich. Und in dem Bereich sind Daten von essentieller Bedeutung, insbesondere die Verbrauchsdaten der Gewerbekunden, die, ja, sogenannten Lastgänge. Die zu bepreisen ist, sage ich mal, ein Schlüsselpunkt im Vertriebsprozess. Und um auf die Daten zugreifen zu können, gibt es bis heute keinerlei standardisierten Konzepte oder Wege. Ja.
Das heißt, das ganz klare Bottleneck bei uns im Geschäftsalltag und auch im Vertrieb ist wirklich, den Zugang zu den Daten zu erhalten, die aber vorliegen. Das heißt, es gibt Netzbetreiber, die Daten, sage ich mal, gebunkert haben. Nur bis man den Weg zu den Daten findet, vergehen in der Regel ja 10 bis 14 Tage, was angesichts der Tatsache, dass es die Daten gibt, doch sehr, sehr, sehr lange ist. Herr Laskowski, Daten gebunkert haben ist ja das Gegenteil von dem Austauschgedanken, den wir gerade besprochen haben. Ist dieses, ich sage jetzt mal, Anti-Bunkern genau einer von den Use Cases, von denen Sie gesprochen haben? Natürlich, genau. Also wir haben uns natürlich Use Cases überlegt, auch jetzt im Rahmen der letzten Monate, die natürlich möglichst auf so sozusagen einen beiderseitigen Nutzen auch darstellen. Also das Problem ist ja immer, wer hat den Nutzen eigentlich von der Veröffentlichung der Daten? Sind das vielleicht irgendwelche neuen, sag mal, Startups, Newcomer, die sagen, ja, wenn ich die Daten hätte, dann kann ich dem Kunden irgendwas an neuen Informationen liefern? Oder sind es vielleicht auch Use Cases, die jetzt im Endeffekt nur dem Datengeber, also der Datenquelle, dann eher nur Schaden zufügen und im Endeffekt dann ihn davon überzeugen, vielleicht diese Daten doch nicht rauszugeben. Also was wir brauchen, ist immer so eine Art Win-Win-Situation. Und es werden auch nur diese Use Cases erfolgreich sein, bei denen eben genau das eintritt. Denn wenn wir, ich sag mal, Daten, ich nehme das vielleicht auch gerne mal auch aus Eon-Sicht, Daten herausgeben für andere und haben jetzt im Endeffekt keinen wirklichen Nutzen, keinen Eigennutzen daraus, dann werden wir uns sicherlich schwer tun. Aber auf der anderen Seite, wenn wir feststellen, auch wir haben sozusagen auch als Datenquelle einen großen Nutzen, auch aus den Ergebnissen, die eben aus diesen Daten oder Informationen, die aus diesen Daten gemacht werden, dann ist das ein ganz, ganz, ganz anderer Case. Und diese Use Cases, die wir ja bisher hier entwickelt haben, die erfüllen eigentlich diese Win-Win-Situation. Und wir werden ja vielleicht gleich nochmal auf den einen oder anderen Case kommen. Wollte ich gerade fragen, sagen Sie doch mal, oder ein oder zwei Cases. Ja, genau. Also ich sage mal so, was natürlich zum Beispiel ein guter Case ist, ist dieses Thema Redispatch 2.0. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, Redispatch 2.0, das ist eine Austauschplattform, die ist jetzt noch an Gaia-X vorbeigelaufen, weil es eben Gaia-X ja in der Umsetzversion noch gar nicht gibt. Wir haben viel Papier produziert, aber eben noch nicht eine wahre Softwareplattform, die wir für 2.0, also Redispatch 2.0 bräuchten. Aber das ist zum Beispiel so ein Case, da kann man sich wunderbar vorstellen, dass alle davon, also alle Netzteilnehmer einschließlich eben Einspeiser davon profitieren und jeder, der eben gar nicht mitmacht, der ist eigentlich eher raus. Also deswegen ist Redispatch 2.0 ein gutes Beispiel. Und wir sind dann jetzt in unseren sozusagen Use Cases eigentlich einen Schritt weiter und sagen, wir brauchen sogar ein Redispatch 3.0, also das, was es heute gibt, in einer noch detaillierteren, kleinteiligeren Version, die dann auch eben auf Gaia-X laufen kann. Aber da gibt es eigentlich nur Gewinner und keine Verlierer. Das ist so ein Beispiel, an dem man, glaube ich, ganz gut festmachen kann, wie sowas laufen kann, ohne dass jetzt irgendeiner sich übervorteilt fühlt. Der zweite Use Case, Sie hatten gesagt, zwei Beispiele. Ja, ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel das Thema auch Green Energy Zertifizierung. Es geht also darum, wenn man sich vorstellt, wir brauchen grünen Strom oder Wasserstoff am Ende. Und dieser Wasserstoff, den jetzt zum Beispiel, der jetzt für die Herstellung von, weiß ich nicht, Stahl oder von irgendwas gebraucht wird, der muss zertifiziert werden. Und das eben in seiner gesamten Wertschöpfung, also von der Erzeugung des Stroms in Form von grünem Strom, über die Elektrolyse bis über den Transport, über die Hoch- und Niederdrucknetze, dann bis zum Kunden, der es dann braucht, zum Industriekunden zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Da finden Sie eigentlich auch nur offene Ohren, weil alle das brauchen. Weil wenn der Kunde danach ruft und sagt, ich brauche ein Zertifikat für den grünen Wasserstoff, dass der Wasserstoff wirklich über seine gesamte Produktionsstrecke auch grün war und nicht eine andere Farbe hatte, also was eben bedeutet, dass anderer Strom auch daran beteiligt war, dann ist das natürlich auch so ein Use Case, das ist eine reine Win-Win-Situation. Also das wäre jetzt mal schon ein zweites Beispiel. Herr Schießl, ist da ein Use Case dabei, der für Sie interessant ist? In dem Zusammenhang eher weniger, aber ich sehe das Thema Redispatch 2.0 durchaus interessant, weil da geht es ja auch tatsächlich um Verbrauchsdaten, das heißt die Vernetzung von Verbrauchsdaten, den Zugriff auf Verbrauchsdaten. Und ich kann das Ganze natürlich immer nur aus geschäftlicher Sicht, sage ich mal, beleuchten, nicht in Bezug auf die Netzstabilität, die jetzt vielleicht für Netzbetreiber interessant ist oder für einen Energiekonzern.
Aber ich sage mal, die Zurverfügungstellung von Verbrauchsdaten ist ein ganz kritischer Punkt, um auch den Kunden stärker in den Bereich Energieverbrauch involvieren zu können. Denn ich sage mal, ich kann meinen Energieverbrauch als Haushalt ja nur dann optimieren, wenn ich auch Kenntnis darüber habe. Und um Kenntnis zu erlangen, brauche ich in irgendeiner Form Zugang zu den Daten und dann brauche ich auch in der Regel einen Dienstleister, der mir diese Daten in einer Art und Weise verarbeitet, dass ich sie auch einfach verstehen kann. Und in dem Zusammenhang, ja, Use Case im entfernteren Sinne schon in Bezug auf die Verwertung der Daten. Mhm. Herr van Zipput, wir haben jetzt gerade gehört, es muss eine Win-Win-Situation geben, wenn es um den Austausch von Daten geht. Das ist natürlich aus allen Perspektiven wichtig. Jetzt kann es aber, Sie haben es auch gesagt, die Europäische Kommission, die Europäische Union hat sich Ziele gesetzt. Da geht es tatsächlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch darum, dass es nicht immer für alle eine Win-Win-Situation ist, aber gesamtwirtschaftlich, also als komplette Volkswirtschaft, als Europäische Union vielleicht dann doch sinnvoll ist. Inwiefern ist das eigentlich so, dass Sie sagen, okay, wir bereiten einen Case vor, wir setzen Anreize, um für alle eine Win-Win-Situation zu schaffen, selbst wenn die nicht, sagen wir mal, schon in der ersten Ableitung da ist? Das ist natürlich keine einfache. Oh, Entschuldigung. Das ist keine einfache Frage. Natürlich machen Win-Win-Situationen sind immer gut, ne, da niemand ist dagegen. Und wenn es solche gibt, dann macht das natürlich die Datenaustausch und die Arbeit auch viel einfacher. Ich glaube, was unsere sozusagen erste Anreiz oder in diesem Bereich sehr oft auch das Ziel ist, dass es geht um die Wahlmöglichkeit für die Endkunden. Also wenn lass uns mal sehr spezifisch machen, wir brauchen Datenaustausch für mehr Flexibilität im Energienetz. Die Endkunden haben zum Beispiel Elektroautos oder Wärmepumpe oder einige Geräte, die Elektrizität verbrauchen, wo sie aber auch flexibel sind, in wann sie die Elektrizität verbrauchen. Und das können wir nutzen für Redispatch, für mehr Integration von Erneuerbaren im Netz. Also da gibt es viele unterschiedliche Use Cases, also Smart Charging von Elektroautos zum Beispiel. Und was wir da eigentlich organisieren wollen, ist, dass die Endkunde entscheiden darf, wer diese Dienstleistung anbietet. Und dass er da die Wahl hat, oder er oder sie die Wahl hat. Und dann ist es natürlich eine Frage von Wettbewerb, wer die beste Dienstleistung liefern kann, die dann auch das Vorteil hat, dass ja dieser Endkunde sozusagen mit dieser Dienstleistung zu Dienst sein kann. Und da gibt es natürlich Wettbewerb und bei Wettbewerb gibt es vielleicht nicht immer Win-Win-Situationen, aber wir glauben, dass im Allgemeinen, dass es natürlich für die Ökonomie und für die unterschiedlichen Geschäfte die Sachen vorantreibt, weil es zusammengenommen solche Datenaustausch eigentlich alle Unternehmen hilft, solche neue Dienstleistungen anzubieten. Und dann ist die Frage, wer ist dann am besten darin, das zu entwickeln. Aber da, ich glaube, da wollen wir sozusagen die Anreize schaffen. Einerseits natürlich durch Zielstellungen auf europäischer Ebene im Bereich Renovierung von Gebäuden zum Beispiel oder Elektroauto-Zielstellungen und so weiter. Und andererseits die unterschiedliche Akteuren auch zusammenbringen, um zusammen ein Datenaustauschsystem aufzubauen. Und da wieder ist so Initiativ wie Gaia-X für uns sehr, sehr wichtig, mhm, weil das effektiv auch in Bewegung bringt und setzt. Würden Sie es notwendigerweise auch vorschreiben? Notwendigerweise, das ist natürlich nicht für mich zu entscheiden, was dann notwendig ist oder nicht. Ich kann nur auch da ein konkretes Beispiel geben. Wir haben in die Elektrizitätsrichtlinie schon Prinzipien hergestellt über Datenaustausch für intelligente Zähler. Eigentlich das Beispiel, was Herr Schlissel so gerade auch genannt hat, dass die Datenaustausch da ermöglicht werden muss. Aber in Praxis ist das noch nicht so einfach,
Und wir, also unsere Schlussfolgerung ist eigentlich, dass wir da auch mehr detaillierte Regeln brauchen, um das tatsächlich möglich zu machen. Also dass es hoffentlich nicht mehr 10 zu 14 Tage dauert. Mhm. Und da arbeiten wir jetzt eigentlich zusammen mit Experten dran, um dann solche Regeln vorzuschlagen an den Mitgliedstaaten, die es dann auch möglich machen. Aber das ist dann nicht sozusagen, wir sitzen in unsere Büros, hinter unserem Schreibtisch in Brüssel und entscheiden, was die beste Möglichkeit ist. Das geht doch immer mit der Praxiserfahrung, wie man so etwas am besten organisiert. Und da bringen wir auch die unterschiedlichen Interessen zusammen. Mhm. Herr Laskowski, auch noch eine Frage, um eine Win-Win-Situation vielleicht in einem Case zu schaffen, der noch nicht existent ist. Haben Sie schon überlegt, dass ein solcher Datenaustausch durchaus auch neue Geschäftsmodelle oder andere oder erweiterte Geschäftsmodelle, sagen wir mal, hervorbringen könnte? Ja, absolut, natürlich, klar. Das macht ja auch den Reiz und den Sinn auch von Gaia-X aus. Sag mal, in der alten Welt, wo es eben noch kein Gaia-X gibt, ist es relativ schwierig, eben auch auf andere Daten zugreifen zu können. Denken wir jetzt mal an das Thema Mobilität. Ja, wenn Sie sich vorstellen, ein Netzbetreiber, der ist ja natürlich interessiert zu wissen, was vielleicht in seinem Netz so quasi auch passiert, wo Ladesäulen aufgestellt werden, wo Leute sich Elektroautos kaufen und so weiter. Das sind die Informationen, die muss er sich ja heute sehr mühselig beschaffen über irgendwelche Agenturen und so weiter. Und wenn man das über eine Plattform, eben Gaia-X, relativ leicht bekommen kann, dann hat das natürlich auch für den Netzbetreiber in dem Sinne auch sehr viel Mehrwert, nämlich relativ schnell eben auf diese Daten auch zu kommen. Und deswegen macht gerade diese Verquickung zwischen eben den unterschiedlichen Domänen, macht natürlich den großen Reiz aus, hier auch dann auch mitzuspielen. Deswegen, sagen wir so, gibt es da neue Geschäftsmodelle. Jetzt auch gar nicht so weit entfernt von den energierelevanten, aber allein auch die Beschaffung von Daten quasi im Querverbund führt einfach dazu, dass ein Netzbetreiber besser planen kann, dass er seine Kunden noch besser kennenlernt und dass er daraus dann eben auch noch weitere Schlüsse in seiner, sag ich mal, auch Bewirtschaftung seines Netzes auch ziehen kann. Das sind also alles Vorteile, die er eben heute kaum oder wenn dann maximal nur mühselig erreichen kann, weil er sich diese Daten dann irgendwo besorgen muss. Und das ist so der Vorteil, ja. Herr Schiessel, in vielen Branchen, in vielen unterschiedlichen Branchen, in den unterschiedlichen Wirtschaften ist das Ökosystem, also das Wort Ökosystem, gerade so eine Art, so ein neues Buzzword. Also ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein Ökosystem, ist das neue Big Data und das neue Industrie 4.0. Einfach weil offensichtlich überall so ein bisschen gerade das gemeinsame Verständnis dafür da ist, dass man sagt, okay, man baut ein Ökosystem und man bietet nicht nur eine Dienstleistung an, sondern anknüpfende Dienstleistungen. Und das ist ja auch genau das, was für so eine Cloud benutzt werden kann. Was muss denn die Cloud eigentlich können, damit man ein solches Ökosystem in der Energiewelt schaffen kann? Also sie muss tatsächlich offen und diskriminierungsfrei sein. Das ist ganz wichtig. Und ich sehe den Punkt von Herrn Laskowski, so eine Plattform darf keine Einbahnstraße sein. Das ist ganz klar. Die Teilhaber oder die Mitwirker müssen natürlich einen besonderen Vorteil haben. Aber am Ende muss es, und ich glaube, das ist auch die Aussage von Herrn van Stiphout, das Ziel sein, den Kunden ins Zentrum der Wertschöpfung zu stellen. Der Kunde ist letztendlich derjenige, das Individuum, das auch letztendlich die Energiewende voranbringen kann. Und um das zu schaffen, muss man ein Ökosystem aufbauen, das dem Kunden eben auch die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, mit wem möchte er, ich will jetzt nicht sagen zusammenarbeiten, aber von wem möchte er Leistung beziehen, wem vertraut er und wem möglicherweise nicht. Und die Offenheit ist tatsächlich da das entscheidende Kriterium, um eben die kritische Masse auch auf das Ökosystem bringen zu können. Ist da Gaia-X, hat dann diesen Vertrauensbonus in Klammern EU, den es braucht, um sowas zu schaffen? Ja, also definitiv. Ich meine, wenn das Ganze von europäischer Ebene ins Leben gerufen wird, hat es natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn es von irgendwelchen privaten Institutionen, sage ich mal, ins Leben gerufen wird, definitiv. Mhm. Ja, weil wir hatten eben auch irgendwie ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen. Mittlerweile, also das Thema Datenschutz ist nach wie vor wichtig und scheint gerade beim Thema Smart Meter Rollout zum Beispiel also interessanterweise nach wie vor eine hohe Rolle zu spielen, während wir die meisten von uns
die Daten freiwillig über ihr Smartphone an alle möglichen Leute teilen. Es könnte ja sein, dass da mittlerweile, sagen wir mal, so eine Art Shift, also so ein Wechsel irgendwie im Shift in Mindset, also so ein Wechsel irgendwie im Kopf vorgenommen worden ist. Ja, also das ist mit Sicherheit ein sehr kritischer Punkt. Ich glaube, es ging auch nicht vom Anwender aus, dass man die Datenschutzrichtlinie im Bereich der Smart Meter, sage ich mal, so hoch angesetzt hat, sondern das ist eher von politischer Seite aus veranlasst worden, ist aber tatsächlich in gewisser Weise ein Problem, weil was wir feststellen ist, dass Smart Meter immer mehr bei den Nutzern verbaut werden, aber diese Daten überhaupt nicht genutzt werden. Ja. Und damit kann der Smart Meter vielleicht für die Netzbetreiber seinen Zweck erfüllen, für den Kunden ist der Nutzen aber zum aktuellen Stand noch sehr eingeschränkt. Mhm. Herr van Stiphout, Vertrauen in Europäische Union, wenn die noch hoch ist, ist das ja was Gutes. Merken Sie aber auch, dass die Diskussion um dieses Thema, sagen wir mal, an Fahrt verloren hat in den vergangenen Jahren, was, sagen wir mal, die Vorteile einer solchen europäischen Datenaustauschplattform, sagen wir mal, ein Stück weit zurücknehmen könnte, wenn es zu lange brauchen würde, bis sie da ist? Ich glaube eigentlich, dass es auf Endkundeebene das sind doch Themen, die ziemlich weit weg sind von was so ein normaler Energieendkunde sozusagen im Kopf hat. Also was wir natürlich sehen, ist, dass wir sehr stark auf Smart Meters eingesetzt haben und dass wir da eigentlich auch mit der Versprechung, dass das auch zu neuen Dienstleistungen führen wird und dass wir da eigentlich in viele Märkte noch nicht genug bieten sozusagen. Und wenn wir dann natürlich gleichzeitig in manche Länder sagen, okay, wenn ihr dann ein Smart Meter hat, dann bedeutet das, dass eure Subventionen für eure Solaranlagen auf dem Dach nicht mehr gelten und gleichzeitig die Energiepreise hochgehen, dann ist es natürlich im Allgemeinen eine Frage bei Ankunden, was soll das eigentlich und was bringt das mir alles? Und ich glaube, das war nicht überall in Europa die gleiche Diskussion, aber wir sollen noch auch lernen von den Ländern, wo wir solche Diskussionen hatten, dass wir die in andere Länder vermeiden, dass wir die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Mhm. Und ich glaube, darum ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir so schnell wie möglich solche Sachen sowie Datenaustausch vorantreiben und möglich machen, sodass wir diese Dienstleistungen auch, also dass wir einen Markt schaffen können, wo diese Dienstleistungen angeboten werden. Und das Schwierige daran ist natürlich, dass dafür sehr viele Sachen zusammen müssen kommen. Nicht nur die Datenaustausch, aber auch die Netzbetreiber haben eine sehr große Rolle, um sozusagen Flexibilität auch wertschätzen, ja, dass man Geld verdient, wenn man seine Smart Charging von seinem Auto möglich macht. Nicht nur im Großhandelsmarkt, aber auch im Dispatching, im Congestion Management und solche Sachen. Und dass wir auch die unterschiedlichen Dienstleistungen wirklich zeigen, was die Vorteile sind. Und da sehen wir schon in manchen Ländern konkrete Beispiele. Wir haben da auch mit auf europäischer Ebene mit Subventionen sehr viele Pilots gemacht, die eigentlich alle zeigen, dass so etwas möglich ist. Aber es bedeutet auch konkrete Investitionen im Netzbereich, die dann eher sozusagen im Digitalbereich sind als in die traditionelle Kupferinvestitionen, die dann wieder eine neue Evaluierung brauchen von den Regulierungsbehörden und so weiter und so weiter. Also wie all diese Sachen zusammenbringen, ist ziemlich schwierig. Aber ich glaube, eine gute Sache ist zumindest, dass wir diese Druck schon spüren, dass wir da die Sachen vorantreiben müssen. Dass es da auch eine große Bereitschaft gibt, in viele Länder so etwas zu tun. Und wir sehen schon, wir hatten gerade noch ein Gespräch mit Equity. Das ist eine Initiative, was in den Niederlanden, Deutschland, ich glaube, die Schweiz und Italien spielt, wo die Hochspannungsnetzbetreiber die Flexibilität in Elektroautos belohnen können.
durch einfach sehr kurz an den Frequenzstabilität beizutragen, kann man fast 500 Euro pro Jahr verdienen mit seinem Elektroauto. Und solche Beispiele, solche brauchen wir eigentlich mehr. Weil die brauchen dann wieder, die bringen die Sachen voraus, bringen Kundeninteresse. Mhm, definitiv. Wir hatten, also finanzielle Anreize hatten wir auch heute schon häufiger. Helfen, glaube ich, an vielen Stellen, entweder das oder das Gesetz. Jetzt natürlich ein bisschen stark verkürzt, aber trotzdem. Herr von Zippo, noch eine kurze Frage. Sie haben es mir von mehreren Piloten gesprochen, die Sie sehen. Sie haben ein Beispiel genannt. Wann kommen wir denn von der Pilotphase dahin, dass Gaia-X der Normalstandard ist? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich leider keine einfache Antwort. Was ich nur sagen kann und versprechen kann, ist, wir arbeiten gerade an eine Strategie, was wir Digitalization of Energy Action Plan nennen, was nächstes Jahr irgendwo im Sommer rauskommen soll, wo wir eigentlich die unterschiedliche Initiativen in Europa auch zusammenbringen wollen, um solche Datenaustausch möglich zu machen und auch sozusagen die Schnelle unterstützen wollen, um die Langsamere voranzutreiben sozusagen. Und da gehört Gaia-X, ist klar, dass sie zu den Schnellen gehören sozusagen. Mhm. Herr Laskowski, versprechen Sie sich da einiges von dem Plan? Ja, absolut. Also ich sag mal so, E.ON hat jetzt, ich kann jetzt auch natürlich nur für E.ON sprechen, aber E.ON hat natürlich auch sein eigenes Big Picture, was jetzt das Thema Digitalisierung anbelangt. E.ON hat ja jetzt auch ein großes Programm rausgegeben, im Sinne von sehr viel Geld auch in die Netze, in die Digitalisierung der Netze zu investieren. Also eigentlich sind wir da relativ kohärent, was jetzt die Entwicklung auch quasi netzseitig anbelangt, um eben Daten auch aus dem Feld heraus zu beschaffen. Also deswegen, ja, kann ich jetzt einfach nur bestätigen. Also wir würden uns wirklich sehr darüber freuen, wenn das Thema Gaia-X jetzt auch softwareseitig auf die Straße kommt, sodass wir dann auch wirklich erste Gehversuche damit machen können. Mhm. Herr Schiessel, wenn jetzt Gaia-X auf der Straße ist, wie nutzen Sie es? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie es am Ende ausgeprägt ist. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, für uns ist tatsächlich der Punkt wichtig, dass wir die Daten als Dienstleister nutzen wollen, um sie in einer Form zu verpacken, dass sie der Kunde einfach in Form verschiedener Leistungen profitabel nutzen kann. Ja, und bei uns ist es so, dass wir eben eine Plattform betreiben, die vor allem den Gewerbekunden in Echtzeit Zugang zu individuellen Versorgungsangeboten geben soll. Das ist jetzt ein Teil der Dienstleistung, der sich vor allem auf die Energieversorgung fokussiert. Aber auf der anderen Seite sehe ich da eben auch viel Potenzial für die Energieversorger selbst. Und zwar jetzt nicht nur aus Netzsicht, sondern aus Energieversorgersicht, die sich vom reinen Produzenten oder Händler, sage ich mal, weiterentwickeln können zu einem Dienstleister und sich da auch langfristig wesentlich breiter aufstellen können, als es jetzt vielleicht aktuell noch der Fall ist. Hm. Wir hatten eben über Win-Win gesprochen. Lassen Sie uns über Give and Take sprechen. Sie haben jetzt irgendwie so ein bisschen gesagt, was Sie sich daraus erhoffen. Wie ist das eigentlich? Wie viel sind Sie bereit, selber in eine solche Datenaustauschplattform zu geben? Also ich sehe natürlich den großen Vorteil in der Ressourceneffizienz, und zwar in der Ressourceneffizienz in Bezug auf menschliche Ressourcen. Ja, aktuell, ich kann Ihnen ja, wie schon gesagt, ich komme nochmal gerne auf den Punkt zurück, bei uns ist das Problem im Vertrieb, dass wir die Verbrauchsdaten nicht erhalten. Ja, die gibt es bei Netzbetreiber. Wenn wir die jetzt haben wollen, brauchen wir erstmal eine Vollmacht vom Kunden, mit der wir zum Netzbetreiber gehen. Dann schreibt man dem eine E-Mail, dann reagiert er nicht, dann ruft man ihn an. Dann bewegt sich da was, dann setzt sich jemand an den Rechner, sucht die entsprechenden Dateien raus und schickt sie per E-Mail zurück. Glaube ich, ich brauche nicht erklären, wie groß der Aufwand da ist an menschlichen Ressourcen, auch netzbetreiberseitig, die man digitalisieren kann. Und allein das ist ein Mehrwert, der nicht unerheblich ist. Mhm. Herr van Zippo, es kommt gerade im Chat der Hinweis, Europa erwacht langsam aus seinem Tiefschlaf. Was macht das mit Ihnen? Sagen Sie, ja, stimmt, haben Sie recht, war ein bisschen irgendwie, aber da passiert jetzt zwar gerade was, und sagen Sie, das ist unfair, weil wir schon lange nicht mehr im Tiefschlaf sind und wir haben so viel gemacht und da wird auf einmal, Sie werden es sehen, da kommt ganz viel. Was macht das mit Ihnen? Dass wir im Tiefschlaf sind im Bereich Digitalisierung? Ich glaube, was das Thema Gaia-X-Datenaustausch angeht, Digitalisierung per se jetzt glaube ich nicht. Also ich hoffe, dass Herr Laskowski das nicht gesagt hat.
Weil dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Ich glaube aber nicht, dass Herr Laskowski das in den Chat gepostet hat. Der hätte es ja hier sagen können. Ja, das stimmt. Ja. Nee, also ich, ja, nee. Ich glaube natürlich nicht, dass wir in einem Tiefschlaf waren. Ich glaube, wir haben schon mit sehr intensiv das unterstützt. Wir sind daran, die sozusagen die Use Cases auch zu machen und zu unterstützen. Ja, es stimmt, dass es Zeit braucht und es geht meinetwegen oder meiner Meinung nach auch zu langsam. Aber ich denke, auf europäischer Ebene, es gab zum ersten die neue Elektrizitätsregel, wo wir eigentlich die Haupt-Use Cases und die Prinzipien hergestellt haben. Jetzt müssen wir das, wird das eigentlich ausgearbeitet und müssen wir auch die Datenaustausch da organisieren, sodass all diese Sachen einfach gemacht werden. Ja, dass wir, so wie Herr Schlüssel gerade gesagt, das kann nicht so sein, dass man, wenn man so irgendwo so eine Dienstleistung anbieten will, dass man 3 Tage jemand an die Arbeit stellen muss, um genau rauszufinden, wie das halt laufen soll und wie man die Daten genau bekommt. Und ich denke, wir haben schon, also seit mehreren Jahren investieren wir mit sehr vielen Forschungsprojekten auf europäischer Ebene, aber auch, ich denke, auf deutscher Ebene zum Beispiel die Schaufensterprojekte sowie Enera oder Dare. Ja, da gibt es sehr gute Beispiele, Use Cases und Projekte, die zeigen, wie die Zukunft aussieht. Mhm. Jetzt ist genau der Ansatz, wie machen wir das dann europaweit? Und wie immer ist das natürlich nicht, also wenn wir alle zusammen gehen wollen, gehen wir nicht am schnellsten, als wenn jemand alleine geht. Definitiv. Aber gemeinsam, das ist die Idee der Europäischen Union und natürlich auch der Idee einer gemeinsamen Datenaustauschplattform. Und ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Wir sind auf Ihren Plan gespannt nächstes Jahr, wie es aussieht. Wir wünschen natürlich allen, dass jetzt auch tatsächlich die Use Cases, die man sich überlegt hat oder die neuen Geschäftsmodelle schnell umgesetzt werden kann. Wir begleiten das weiterhin. Vielen Dank.